Schmerzkongress bleibt bis 2017. Der Mannheimer Rosengarten bleibt auch über das Jahr 2015 hinaus Austragungsort des Schmerzkongresses. Die Deutsche Schmerzgesellschaft hat sich entschieden, bis 2017 in Mannheim zu tagen. Der Kongress wird seit 2009 an verschiedenen Standorten von der MCON betreut. 2015 ist er zum vierten Mal im Rosengarten zu Gast. Vom 14. bis 17. Oktober tagen etwa 2700 Schmerztherapeuten im Kongresscenter. An 4 Tagen finden in 20 Räumen etwa 100 Sitzungen und Kurse statt. 200 Referenten halten Fachvorträge, etwa 160 Poster werden vorgestellt und 67 Aussteller präsentieren ihre Produkte auf Messeflächen. Das MCON-Team hat an diesen Tagen rund 60 Mitarbeiter im Einsatz. 12 Techniker bewegen über 5 Tonnen Material. Neue Kampagne. Die MCON Mannheim Kongress GmbH zeigt bei ihrer neuen Kampagne einige der handelnden Personen hinter den Kulissen des Rosengartens, im direkten Gespräch mit ihren Kunden. Den Auftakt der neuen Kampagne machen MCON-Prokurist Bastian Fiedler sowie die beiden Projektleiter Inan Aratsch und Inge Drabold. Die Interviews stehen auf der MCON-Website zum Nachlesen und als Videos zur Verfügung. Es sind immer die Menschen, die über das Gelingen einer Veranstaltung entscheiden. Und genau dieser Aspekt soll mit der Dialogkampagne betont werden. MCON für BASF SE und Jugend forscht. 2015 feiern die BASF SE ihr 150. Jubiläum und Jugend forscht die 50. Wettbewerbsrunde. Dies soll gemeinsam mit Bundespräsident Joachim Gauck, zahlreichen hochrangigen Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie natürlich den Teilnehmern des Bundeswettbewerbes, der vom 26. bis 30. Mai in Ludwigshafen und der Metropolregion stattfindet, gefeiert werden. Als Agentur hat sich die BASF SE nach einem national ausgeschriebenen Pitch die MCON Mannheim Kongress GmbH ins Boot geholt. Gemeinsam arbeiten die Teams an außergewöhnlichen Konzepten, um beiden Jubiläen gleichermaßen gerecht zu werden.